Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, wir treffen uns mal wieder im Auto und das Licht ist bestimmt total bescheuert, aber die Sonne scheint so doll und ich habe endlich die Erlaubnis für einen größeren Motorradführerschein. Ich bin so unfassbar glücklich gerade, das könnt ihr gar nicht glauben. Es war so ein Kampf, weil wir umgezogen sind und jetzt endlich habe ich die Bestätigung, dass ich den größeren Motorradführerschein machen kann. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, das ist wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag, alles auf einmal für mich gerade. Und ich dachte mir, ich vlog heute, weil heute kommt Henry wieder. Also Henrys Kopf hat Haare bekommen und ist gerotet. Und heute kommt er wieder laut seiner Verfolgung. Und das wollte ich natürlich in einem Vlog festhalten, dass ihr direkt ihn seht. Und oh, ich bin so aufgeregt heute. Das ist so ein perfekter Tag. Genau, wir haben richtig, richtig schönes Wetter. Unfassbar. Also mein Auto sagt noch nichts, was noch nicht an ist. Ich muss meine Mutter nämlich gleich zur Arbeit fahren. Und danach wollte ich mit euch nach Hamburg und ein bisschen shoppen gehen, weil ich dann 2 Stunden warten muss, bis meine Mutter fertig ist mit Arbeiten. Und es lohnt sich nicht, danach nach Hause zu fahren und dann wieder meine Mutter abzuholen. Und es ist auch doof, weil meine Mutter extra Bus fahren muss. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich hole sie dann einfach ab und gehe in den 2 Stunden dann shoppen, was Auto bestimmt total cool ist. Ich habe den Kinderwagen schon hinten drinne. Henrys Sitz haben wir auch, aber den brauchen wir heute nicht. Aber wir nehmen gleich ein Baby mit, wenn wir zu Hause sind. Und dann lookt das Ganze. Ich bin richtig, richtig glücklich gerade. Und ich bin so happy. Und es kann im Moment nicht besser laufen. Aber ich muss gleich noch kurz zum Arzt. Da halte ich jetzt gleich auf dem Rückweg direkt an, weil ich ein neues Rezept für meine Schilddrüse brauche. Also für meine Schilddrüsentabletten. Aber das ist auch kein Problem. Einmal reinhüpfen, Rezept rausholen und fertig. Also absolut kein Problem. Und dann, Leute, ist in einer Woche einfach schon Münster. Morgen ist Freitag. Und damit ist es nur noch eine Woche bis nach Münster. Ich kann es gar nicht glauben. Warum piept der jetzt? Autobahn. Ach so, wegen Park-Dings. Ich habe auch vorher scheiße geparkt, kann keiner mehr reinfahren jetzt. Ich bin noch ein bisschen doof. Das Problem, meine Kamera ist gleich leer. Weil wir haben gestern noch mit dem Motorrad Fotos gemacht. Und deswegen ist die Kamera fast leer. Ich habe sie heute Morgen noch 10 Minuten oder so geladen, aber das bringt bei der Kamera nichts. Also die muss schon eine Stunde laden oder so. Aber wir haben noch 50% Zeit bis nach Hause, reicht es in jedem Fall. Und dann lade ich sie gleich und dann fahren wir meine Mutter wegbringen und danach nach Hamburg. Ich glaube, ihr könnt gar nicht verstehen, wie aufgeregt und glücklich ich gerade bin über mein Leben. Das ist alles jetzt endlich mal geklappt. Das war so ein Hin und Her und es war so anstrengend, weil ich war schon 4-mal in Eutin jetzt bei der Führerscheinstelle und immer hieß es, nee, das können wir nicht machen und wir brauchen Erste-Hilfe-Kurs und bla bla bla. Ganz gerne zur Seite fahren. Mhm. Sieh vor, dass du eine Frau bist. Oh. Also Autofahren ist schon immer schon eine Katastrophe. So, ich bin auch im Moment richtig, richtig, richtig positiv, was YouTube angeht, weil ich einfach, oh Gott, mein Gott, pass doch bitte auf hier. Weil es im Moment so gut läuft. Also ich lade Vlogs hoch. Ich habe jetzt Daily Vlogs gemacht, mal 4 Tage. Und die Vlogs kamen super an. Also ich habe erst einen hochgeladen. Einer kommt heute eben. Heute nämlich Donnerstag, das heißt YouTube Day, ne? Wisst ihr alle. Und der andere wird jetzt Samstag kommen und dieser wird dann schon Dienstag kommen. Also eine reine Vlog-Reihe jetzt. Und ich glaube, es geht auch so weiter, weil ich bin richtig, richtig positiv, was Vlogs angeht. Also ich nehme euch super gerne jetzt hier im Auto mit und nachher, wenn wir shoppen gehen, ich habe noch einen H&M-Gutschein. Das neue Baby hat immer noch keinen Namen, braucht unbedingt noch ein Münster-Outfit und Benetton ebenfalls. So, mein Lieben, ich bin in Norderstedt bzw. Hamburg und es ist so unglaublich warm. Wir haben 26 Grad, zeigt mein Auto an hier, und es fühlt sich an wie 35. Dann muss ich gleich noch kurz was googeln, weil ich mir eventuell noch neue Reifen kaufe heute. Mein Auto braucht hinten unbedingt neue Reifen vor Münster. Und deswegen kaufen wir da noch ein paar neue Reifen. Angekommen. Ich habe gerade meine Felgen wieder schön geschliffen, wie ihr gehört habt. Naja, was soll man, ne? Fahranfänger sollten sich am besten keine teuren Dings kaufen, Felgen. Da passen wir nicht rein.
So, meine Lieben, ich bin wieder auf dem Rückweg. Wir sind wieder im Parkhaus. Wo steckt das Auto? Genau, es war nicht so, wir haben nicht so viel gekauft. Also ich habe gar nicht gekauft, was zu trinken. Weil ich einfach nichts gefunden habe. Und ich hatte ja noch meinen H&M-Gutschein, aber ich habe trotzdem nichts gefunden. Nichts für mich, nichts für die Kleinen. Und jetzt fahren wir nach Hause, weil mir ist so warm. Ich muss mich unbedingt ausziehen. Das ist nämlich nicht mehr schön. Genau da vorne habe ich geparkt. Da werden wir jetzt mal wieder alles einladen hier. Oh Gott. So, meine Lieben, wir sind eigentlich zu Hause. Ich bin gerade auf dem Hof gefahren, habe aber dann in den Briefkasten geschaut und die Post war schon da. Und ich ist halt auch ein bisschen später, wir haben schon 20 nach 3. Genau, und wir haben jetzt eben einen Zettel bekommen von der Post in den Briefkasten, dass Henrys Kopf, in der Packstation liegt, aber ich sehe gerade, dass ich das erst heute Abend abholen kann. Ihre Sendung liegt heute ab 19 Uhr in der Packstation. Okay, dann steigen wir ihn wieder aus, ne? So, mein Lieben, wir holen jetzt den Henry ab. Ich habe ja hier diese Karte. Mein Auto ist noch an. Leute, hier ist Henry. Hier ist Henrys Kopf drin. Wenn ihr es gleich zu Hause auspacken. Und die Sonne hat so eine schöne Schrift. Oh mein Gott, ich bin glücklich gerade. So, ich fahre jetzt nach Hause. Ich war gerade noch bei der Bank. Gucken, ob jemand überwiesen hat. Aber hat jemand nicht. Also derjenige hat es nicht getan. Wir sind zu Hause und hier ist Henrys Kopf. Ich kann es gar nicht abwarten. Wir müssen ihn sofort aufmachen. Also ich kann da gar nicht länger warten jetzt. So, meine Lieben, ist eine Karte für die Puppenweltmesse in Münster. Genau, sie hat nämlich noch eine übrig und die hat sie uns geschenkt, also mir geschenkt. Das ist eine Eintrittskarte für eben diesen Puppenfrühling in Münster. Und da habe ich jetzt ein VIP-Ticket. Mit auch noch so einer Broschüre dabei. Also richtig, richtig cool. Sanna, wenn du es siehst, ich liebe dich. Ja, du bist einfach, oh mein Gott. Sie ist so toll. Also Leute, sie hat einiges dazugelegt. Ich habe nur Henrys Kopf mit seiner Mütze. Die Mütze hat sie uns auch wieder zurückgeschickt. Die Mütze hatte er an, weil ich ihn halt als Glatzkopf nicht dahin schicken wollte. Deswegen hat er seine Mütze angehabt. Und dann hat sie uns hier noch, ach so, die restlichen Haare. Ich habe ihr ja Haare mitgeschickt, die sind von Heike Politz oder wie sie auch heißt, ich weiß es nicht. Wohnt übrigens bei mir um die Ecke, richtig krass. Das sind hier diese ganz berühmten Haare und da war wohl noch ein bisschen was übrig. Hat sie mir wieder mitgeschickt, auch super lieb, hätte ich jetzt nicht erwartet, hätte sie auch ruhig behalten können. Das ist so, ist es nicht. Genau, und dann sehen wir schon den Henry da unten. Aber erstmal haben wir hier noch... wieder so ein Spray, das haben wir ja schon mal bei Benetton bekommen. Haben wir jetzt auch nochmal für den Henry, ist ganz cool. Hier ist zwar noch relativ viel drin, aber haben wir das eben zweimal. Super, super lieb, super, super lieb. Und dann hat sie hier uns eine kleine Tüte gepackt. Tut mir leid übrigens gleich mit den ganzen Motorrädern, das Fenster ist auf und
Wir haben hier vor der Haustür eine ganz beliebte Motorradstrecke. Da sind kleine Tüte und da sind. Oh, wie süß! Kleine Säckchen mit so einem Schaf. Auch richtig schöne dicke Socken. Richtig süß. Und dann, oh, ein bisschen Naschi. Ein bisschen Naschi. Ups, für die Mama. Ich bin echt aufgeregt. Ich hol mal das hier alles raus. Oh, Henry. Ich würde ihn gar nicht angucken. Ich habe Angst, dass ich ihn nicht mag. Leute, hier ist mein Henry. Da muss ich sie erstmal vorsichtig aufmachen. Ich gucke ihn mir noch nicht an. Ich mache es erstmal auf und dann gucken wir. Oh, die rasen hier aber auch. Das ist unglaublich. Oh, Baby. Leute, seid ihr aufgeregt? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr aufgeregt seid. Einige haben vielleicht gar nicht gemerkt, dass er weg war. Gott, ist das weich. Oh, verdammt. Oh mein Gott. Leute. Schaut euch einfach diese süßen Locken an da hinten. Seht ihr diese Locken? Oh mein Gott. Seht ihr das? Krass. Einfach nur richtig, richtig krass. Das sah auf den Bildern echt nicht so schön aus. Oh, hallo du. Deine Wimpern sind ein bisschen verknittert. Müssen wir gleich nochmal kämmen. Tada! Das ist unser Henry wieder. Und er hat einfach Haare. Oh mein Gott. Und er hat Augenbrauen. Und Wimpern. Richtig schön. Er ist jetzt mein kleines Baby. Oh mein Gott. Wow. Ich habe mich nicht für so ein Braun entschieden. Also es ist ein Braun, aber es ist ein Babybraun. Also so ein bisschen blond. Sieht man auch so der Haaransatz. Seht ihr hier, ist ein bisschen blonder zum Beispiel. Also das sieht man, dass das halt ein bisschen blonder ist. Wow, du bist schön. Oh mein Gott. Das ist so weich. Please, guck mal, Henry. Das haben wir Henry, ne? Oh, ist das Henry? Oh, wow, ne? Oh, ist Henry, ne? Oh, warum bist du so verrückt? Oh, willst du mit Henry essen? Willst du Henry essen? Nee. Wow. Man kann die auch so cool stylen. Sie hat es extra so gemacht wie bei Benetton, dass man die halt hier oben wieder so richtig cool hochstylen kann. Und so genau. Oh, ich liebe Susanne einfach, ne? Ich muss ihr gleich schreiben. Wow, so süß. Und dass sie auf alles achtet, sie hat ja auch, wir sind hier, hat sie auch extra so Haare gemacht und einfach so schön. Es ist echt wunderschön, auch mit diesen kleinen Löckchen da oben. Oh, unfassbar.